Wir sind heute sehr früh aufgestanden, um noch vor Sonnenaufgang am Steg zum Federseemoor zu sein. Jürgen und ich haben uns vorgenommen, jetzt im Herbst die Überwinterer im Schilfgürtel zu beobachten. Es ist noch kalt heute Morgen und wir sind nicht alleine. An der ersten Aussichtsplattform treffen wir einige Gleichgesinnte. Der Silberreiher in seinem weißen Kleid ist hier keine Seltenheit mehr, aber immer noch ein begehrtes Fotomotiv. Einen reich gedeckten Tisch findet der Graureiher an der Kanzach, dem einzigen Abfluss des Federsees. Unsere Aufmerksamkeit gilt heute der Bartmeise. Jetzt im Herbst stellt der kleine Vogel seine Ernährung um. Die Insekten werden weniger und so wendet sich die Bartmeise den hier reichlich vorkommenden Schilfsamen zu. Die Bartmeisen leben häufig in größeren Familienverbänden zusammen. Das Männchen hat eine blau-graue Kopffärbung und einen schwarzen Bartstreifen. Das Weibchen ist eher unauffällig gelbbraun gefärbt. Damit der kleine Kerl die pflanzliche Nahrung besser verdauen kann, muss er zusätzlich Sand aufnehmen. In den Lichtungen der Schilfzone befinden sich kleine Sandflächen. Auch auf dem Steg findet der Vogel den nötigen Sand. In Mitteleuropa ist die Bartmeise, neben den Binnengewässern in Norddeutschland, hier am Federseemoor beheimatet. Nach wenigen Wochen der Nahrungsumstellung zieht sich die Bartmeise in den dichten Schilfgürtel zurück und Sichtungen werden seltener. Das weitläufige Federseemoor bietet den Bartmeisen und vielen anderen Vogelarten jetzt in der kalten Jahreszeit Nahrung und Unterkunft.